Hallo, liebe YouTube-Welt, grüßt euch, meine Twitch-Freunde, ein weiteres Video. Morgen ist es soweit, die neue Hearthstone-Erweiterung wird angekündigt. Wir freuen uns dann langsam drauf und wir gehen einmal Dean Ayalas, aka Ixas, Q&A durch, Nummer 39. Bis gleich! Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ja, also der wichtige Part, weswegen ich gerne dieses Video auf jeden Fall machen wollte, ist einfach, dass ich es nochmal erwähne, weil vielleicht hat es gar nicht jeder mitbekommen, dass morgen, also morgen Abend, wird die neue Erweiterung angekündigt. Wir werden also morgen Abend den Trailer bekommen, also den klassischen Trailer, wird wahrscheinlich wieder so ein Musiktrailer sein, wie es ja immer war. Mit diesem Trailer werden dann wohl die ersten Karten angekündigt. Wir werden wahrscheinlich so einen Text bekommen, so einen Blizzard-Post, in dem alles angekündigt wird. Also das hier ist die neue Mechanik des Add-ons. Das hier sind die neuen Karten des Add-ons. Das hier sind die besonderen Legendaries des Add-ons. Und da halt jeweils immer ein, zwei Beispiele, die diese Karten beschreiben. Dann dürfte auch die Vorbestellung wieder losgehen. Morgen ist ja Dienstag und also Shop-Update ist sowieso. Insofern wird im Zuge des Shop-Updates wird dann also wohl die Vorbestellung online gehen. Wenn ihr dann das große Paket vorbestellt, kriegt ihr wieder wahrscheinlich direkt euren Helden. Also ihr kriegt direkt einen Skin, den ihr spielen könntet, wenn ihr wolltet. Insofern, ja, also Trailer plus ein paar Karten, plus wir erfahren, was die Erweiterung ausmacht. Wird das Thema natürlich vorbestellt, kann auch werden und so weiter und so fort. Also morgen ist der große Tag. Und natürlich werden wir hier ganz, ganz groß dann darüber berichten. Ich denke mal, also spät morgen Abend mit ziemlicher Sicherheit wird es noch ein Video dazu geben. Dann wahrscheinlich recht spät nach dem Stream, irgendwie 22, 23 Uhr, hauen wir auf jeden Fall dann direkt alle Infos dazu raus. Spätestens aber, beziehungsweise ein extra Video vielleicht dann am Mittwochmorgen, um dann den Rest zu besprechen oder. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also insofern ab morgen Abend wird es dann wahrscheinlich viele Videos geben. Immer wenn es irgendwas zu sagen gibt zum neuen Add-on, zum Kernset. Zur Rotation, zum neuen Jahr wird es dazu natürlich berichtet werden hier. Insofern freue ich mich drauf, wenn ihr dabei seid. Genau. Und damit ich nicht nur das hier sage, gehen wir noch das Ixa Q&A durch, Nummer 39. Es war jetzt auch nicht so viel Spannendes, deswegen wollte ich eigentlich kein eigenes Video dazu machen, aber jetzt ziehe ich es eben durch. Ich sage ein paar Sachen. Also die neue Erweiterung, dazu sagt er, der neue Trailer slapped. Ja, also irgendwie haben drei oder vier Leute damit schon auf Twitter geschrieben von den Blizzard dabei, dass der neue Trailer der absolut heiße Scheiß wäre. Ich meine, mein Gott, es ist ein 2-Minuten-Trailer, ein bisschen Musik. Am Ende ist es eigentlich auch wurscht, aber scheinbar ist er ganz cool. Sie haben ja darüber nachgedacht, ob sie so einen Riesen-Nerf machen, also ganz viele Karten irgendwie nerfen, das Power-Level also quasi mit runterfahren, aber das fanden sie irgendwie doof und hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Sie haben sich also diesmal dagegen entschieden. Ich glaube, er hat irgendwie sowas gesagt, eventuell machen sie es nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall haben sie, diesmal gibt es keine Mass-Nerfs oder Large-Scale-Nerfs. Ja, wir können coole Karten, Mechaniken und so weiter erwarten und er denkt, es wird ein Fan-Favorite. Also ich meine, dass wir coole Karten und Mechaniken erwarten können, ja mein Gott, was soll er sagen? Soll er sagen, ja, die Karten sind recht langweilig und die Mechaniken sind auch ziemlich doof. Das ist halt auch ein bisschen Werbegeblubber, insofern braucht man da auch nicht so viel drauf geben. Ich meine, I think it will be a Fan-Favorite, das sollte man jetzt nicht unbedingt jedes Mal einfach sagen. Insofern vielleicht ist es zumindest das Thema sehr, sehr cool, was den Leuten eigentlich gefällt oder was einem Großteil der Leuten gefällt. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, das kann man da jetzt auch nicht so viel drauf geben, weil, was soll er sagen? Natürlich redet er positiv drüber. Das Kernset wird ja ein bisschen verändert. Wenn eine Karte für das Kernset extra designt wurde, ich nehme als Beispiel Aquin. Also Aquin gab es bisher nur fürs Kernset. Also wenn die Karte jetzt rausrotiert aus dem Kernset, dann kann man sie ganz normal craften, dann ist sie im Legacy-Set. Legacy-Set dürfte bedeuten, dass sie dann in Wild halt gespielt werden kann. Also sie ist nicht mehr in Standard, sie ist natürlich auch nicht in Classic. Dann sollte sie also noch in Wild gespielt werden können. Oder wahrscheinlich auch in Duels oder so. Ja. Das Jahr 2022, also wir bekommen ja auch ein neues Jahr. Ich glaube, im Moment sind wir im Jahr des Greifen. Wir hatten schon das Jahr des Phönix und wir bekommen halt ein neues Jahr. Das Hearthstone-Jahr startet ja quasi immer erst im März, April. Es gibt keine komplette Story, also es gab ja jetzt eine Story, Brachland war Horde, Sturmwind war Allianz, Altraktal war der Kampf zwischen den beiden, also so eine Ein-Jahres-Story bekommen wir nicht dieses Jahr. Sonst hat er halt nicht viel, er will halt nicht spoilern. Ähm,
Less generic hand wide cost reduction and less OTK. Das ist vielleicht ganz spannend. Also es soll weniger generische Handreduzierung geben. Also die Karte, reduziere alle Spells auf deiner Hand um 1 Mana. Reduziere alle Drachen auf deiner Hand um 5 Mana. Also sowas soll es weniger geben und daher auch dann weniger OTK. Also insgesamt weniger Bam-Mana-Reduktion und weniger OTK dadurch. Das habe ich jetzt schon 5-mal gelesen. Also wenn das jetzt dieses Jahr nicht stimmt, dann weiß ich nicht, verstehe ich es auch nicht mehr. Aber das haben jetzt nicht alle irgendwie gesagt. Wobei OTK ist ja im Moment gar nicht mehr so viel, jetzt auch die letzten Wochen schon. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal Sturm mitnehmen und dann überhaupt, oder die Quests, ja, haben ja auch für mich so einen leichten OTK-Touch oft. Selbst wenn du gegen Questler verlierst, hat es jetzt auch kein anderes, groß anderes Gefühl, also gegen OTK zu verlieren. Aber ich bin gespannt. Ja, und ein oder zwei dieser Themen würden wir erwarten und eins eher nicht. Also ein, zwei Themen sind erwartbar, eins eher nicht. Also ich sag mal so, ein Thema ist vielleicht Drachen, ein Thema sind vielleicht Elementare und ein Thema ist vielleicht das bunte Regenbogenland oder so. Also ein, zwei Themen sind recht normal oder Standard und eins werden wir nicht erwarten. Das ist, kann natürlich auch alles und nichts bedeuten, muss man auch sagen. Ja, Pitching and Expansion ist jetzt nicht super. Ich poste euch das in die Beschreibung, aber das hat jetzt auch nichts mit viel mit Hearthstone zu tun und das hat, ist halt so ein bisschen Jobgeblubber. Wer es interessiert, kann sich natürlich gerne durchlesen. Erfolgspunkte sind eine Art Highscore, aber keine Währung. Also da geht es darum, ob man sich mit Erfolgspunkten irgendwann mal was kaufen kann oder so, aber das ist nicht der Fall. Also ihr könnt Erfolgspunkte sammeln, weil ihr Bock drauf habt, ihr könnt Erfolgspunkte, ne, viele haben. Und ihr könnt es cool finden, aber ihr könnt euch damit jetzt nicht irgendwie da was kaufen oder so. Das ist nicht geplant. Und sie wollen weiterhin Achievements machen oder Erfolge machen für alten Solo-Content. Also für alten Solo-Content soll es irgendwann wieder Achievements geben. Ja, reden sie auch schon recht lange drüber. Cosmetics wurde noch kurz gesagt, dass er nicht sicher ist, ob es Dr. Boom als Kosmetik gibt. Also Dr. Boom Kriegerskin, sage ich jetzt mal als Beispiel. Also keine Ahnung, weil er da nicht so drin steckt. Sie machen weiterhin Diamantkarten für ältere Erweiterungen. Also es gab ja bisher Diamant Ragnaros und Diamant noch was. Was war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es, glaube ich, ein oder zwei Diamantkarten für alte Karten. Nee, es waren nur Ragnaros, ne? Aber es soll auch weiterhin welche geben, aber sie arbeiten auch an anderen Cosmetics, ne? Wobei ich mich da auch wieder schon wieder frage, also die Diamantkarten sind doch gerade erst neu. Sollte man dann nicht auch versuchen, da ein paar rauszubringen und irgendwie, als dass man jetzt schon wieder an anderen Cosmetics arbeitet? Ich meine, ich weiß nicht, ob vielleicht geht es da ja auch um Duels oder um Mercenaries oder um Battlegrounds, also vielleicht ist das ganze Cosmetics-Team in einem. Aber zumindest in Standard sollte man ja vielleicht sagen, okay, jetzt haben wir die coolen neuen Diamantkarten, dann sollte man vielleicht mal ein paar Diamantkarten mehr machen. Also bevor man sich jetzt in ein neues Thema stürzt. Aber gut. Ja, bei Battlegrounds geht es, glaube ich, ums UI. Da arbeiten sie irgendwie dran, also sie wollen die Oberfläche irgendwie verändern oder verbessern oder so. Und da werden wir später mehr zu hören. Progressing Stuff is being built. Ich weiß nicht genau, was sie damit gemeinen, also UI und Progress Stuff. Aber jedenfalls sind sie immer noch dabei, dass sie Battlegrounds verbessern wollen. Dauert aber ein bisschen. In Duels waren sie insgesamt zufrieden mit Diablo. Und sie werden weiterhin neue Helden testen, die ähnlich wie Diablo funktionieren, also die ähnlich kurzfristig in Duels reingeschmissen werden für ein paar Wochen. Ja, in Duels hat es ja auch scheinbar ganz gut funktioniert. Diablo in Battlegrounds war ja eher eine Katastrophe. Ja, Mercenaries. Das mit den Münzen ist irgendwie ein Problem. Mercenaries an sich hat viele Probleme und sie sind auf jeden Fall immer noch dabei, Mercenaries zu fixen, beziehungsweise das mit den Münzen irgendwie besser zu machen und keine Ahnung was. Ich bin gespannt. Und das war, glaube ich, erstmal alles Spannende, was man im Moment sagen kann. Ja, also ja, das war jetzt nicht so super viel interessant. Das Interessanteste war noch, dass es zu neuen Erweiterungen, aber selbst das war nicht so viel Neues. Und ja, das mit dem Year 2022, mit den weniger Handreduzierung, Mana-Reduzierung, weniger OTK. Ansonsten war da recht viel Oberflächliches dabei, was jetzt auch nicht so spannend ist. Nichtsdestotrotz, wir warten also jetzt, morgen Abend geht's los. Natürlich gerne seid live auf Twitch dabei, also ich bin online, wir gucken uns gemeinsam den Trailer an, wir gehen gemeinsam einmal durch, was da alles gesagt wird und gucken uns diese neuen Karten an, freuen uns oder ärgern uns oder regen uns direkt auf, so nach 5 Sekunden Trailer und 5 Sekunden neuen Karten direkt aufregen, habe ich Bock drauf. Insofern, ja, und dann natürlich morgen Abend oder spätestens Mittwochmorgen gibt's dann hier auf YouTube die Berichterstattung, beziehungsweise die, ja, wir gehen das Ganze einmal durch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Seid dabei, bleibt gesund, bleibt friedlich und wir sehen uns hier auf YouTube oder fast täglich auf Twitch wieder. Bis dann. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.